Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Electric Box 2. Schön, dass ich auch überhaupt keinen Spielstand habe. Welcome to Electric Box 2. Let's learn the basics of the game. Click next to continue. Das kann ich. Ich glaube, ist, glaube ich, die Musik ein bisschen laut. So. This is our main power supply. And here's the target. We'll need to figure out how to get the power from the main power supply to the target. From the main power supply to the target, so. And the metal wires can be used to conduct electricity. Okay, let's power up the source and see what happens. Nichts, da passiert gar nichts. So, also, ne, wo Strom drauf ist, wird das Ganze gelb. Und idealerweise müssen wir jetzt den Strom irgendwie hier rüber kriegen. Das machen wir. Ja, ich weiß, wie ich das mache. Warum habe ich das Tutorial gemacht? Danke. Das machen wir so, indem wir hier einen Ventilator anschließen. Und dann hier auf der Alter, da, ja, okay. Überraschung, er pustet Luft darüber. Und dann... Alter, ich will doch nur das Ding dahin packen. Danke. So, dann pusten das hier rüber und der Generator hier erzeugt dann Strom. Tata, und damit wird auch das Ziel mit Strom versorgt und wir haben das Level geschafft. So funktioniert prinzipiell das komplette Spiel. Nur etwas wirrscher. Also es wird mit der Zeit etwas anspruchsvoller. So, es gibt Tutorial, danke. Jetzt können wir das hier nämlich mit Glühbirnen und mit Solarpanels machen. Zack. Oh, nee, ich sehe gerade, ich mache das verkehrt rum. Hier unten ist ja die Source und das ist die Target. Dann so rum. Licht überträgt sich auf Solarpanel, leitet den Strom weiter und so weiter und so weiter. Sometimes devices are already placed on the game grid, for example, the water kettle in this level. Ja, danke. So, gucken wir mal, was passiert, wenn wir das anmachen. Ah, okay, da läuft dann Wasser runter. Juti, dann können wir doch wahrscheinlich das Ding da anschließen. Na, und siehe da, dann versorgt sich das Ding mit Strom. Na, dann würde ich sagen, schließen wir doch hier das Licht an, hier die Solarzelle, hier den Ventilator und hier nochmal den Power Generator. Und dann sollte das eigentlich gehen. Es hat auch so ein... Also es ist so eine Mischung aus Incredible Machine und Elektrobaukasten. Ich muss sagen, ich bin eigentlich gar nicht so der Elektrobaukasten-Fan. Eigentlich überhaupt nicht. Aber das Spiel ist echt mal so zwischendurch ganz witzig und wird im späteren Verlauf auch echt ganz schön anspruchsvoll. Also es sind 40 Level insgesamt und da kriegt man später schon ganz gut was zu tun. The solar panel is already placed and you cannot move them. Okay. The panel is placed and I cannot move them. Wer ist denn them? Da ist ja nur ein Teil. Them lässt ja eigentlich auf Mehrzahl schließen. Ja, egal. However, it can be moved with special devices like the puller bot. Okay. Wait, what? Ich bin verwirrt. Okay, wir könnten hier Licht dran machen, aber das bringt uns eigentlich überhaupt nichts. Aber wobei, doch, das bringt uns total was. Das nämlich so machen und so. Ah, ne, Moment. Das wird vermutlich nicht... Machen wir so, das könnte klappen. Also wir machen hier an, das Licht scheint hier rüber, versorgt sowohl den Wasserkessel als auch den Roboter mit Strom. Das Ding fährt hier zur Seite, schiebt die Solarzelle zur Seite, womit das Wasser hier runterlaufen kann und dann sollte das funktionieren. Achso, das zieht das Ding. Ja, auch gut. Aber, okay, ist natürlich das Problem, dass dann die Stromversorgung unterbricht. Das ist natürlich ungünstig. In der Idee war es ganz gut, aber so funktioniert es leider nicht. Schade, schade. Kann ich das Ding irgendwie drehen?
natürlich den Kessel zurückziehen, aber das bringt es auch nicht wirklich. Oder wir müssen es vielleicht doch anders machen. Ja, aber das macht auch... Nee, das macht so leider gar keinen Sinn. Dann muss ich vielleicht einmal anders denken. Achso, das Ding war schon platziert, ne? Das kann ich gar nicht umsetzen. Wir machen mal Reset. Okay. So, oh Gott, das ist wahrscheinlich total easy und ihr sitzt schon da so, oh Gott, Mensch, das ist total einfach. Aber ich breche mir bei sowas irgendwie immer total einen ab. Ich weiß nicht. Ich kann halt so Zahlenrätsel und sowas total gut, aber bei sowas breche ich mir immer ultra einen ab. Also das ist so, oh Gott. Evil Puzzle Spiel of Death. So, we meet again, my old nemesis. So ungefähr ist das. Okay, also es gibt ja eigentlich nur zwei logische Möglichkeiten, wie wir das Ding platzieren. Entweder hier oder hier. Hier macht, glaube ich, einfach nicht so viel Sinn. So, das Problem an der Schoß ist, das Ding muss ja dahin letztendlich. Anders geht es ja nicht. Funktioniert das? Wahrscheinlich nicht. Ja, könnte reichen, wenn es reichen würde. Tut es aber nicht. Ja, das wird so sowieso auch nichts. Also wir müssen auf jeden Fall die Zelle bewegen. Das ist ganz klar. So, dass ich da nichts tut, ist klar, da ist der Kessel im Weg. Das hatten wir ja auch gerade schon, ne? Und das reicht leider nicht, um das dauerhaft anzumachen, was wir leider brauchen. Kann ich den irgendwie stoppen? Nee, leider nicht. Use the pullerbot to move the solar panel. Ja, Scherzkeks. Aber das hilft mir ja nicht weiter. Ich kann den ja auch nicht drehen, oder? Nee. Hä? Na, oh Gott, ich verzweifle einfach an Level 4. Wie peinlich ist das denn? Gucken, kann ich das skippen? Nein, kann ich natürlich nicht. Bedauerlich. Gibt mir aber die Gelegenheit. Man kann A, selber Level bauen. Und ihr seht schon, hier gibt es eine ganze Menge lustige Teile. Und man kann natürlich auch User Level spielen. Wo es auch eine ganze Menge Stuff gibt. Ihr seht schon, 19.000 Seiten. Wohlgemerkt, nicht Maps, sondern 19.000 Seiten mit jeweils 7 Maps. Das macht grob überschlagen ungefähr 130.000 Level. Also langweilig wird einem da nicht. Da ist zwar wahrscheinlich auch viel Schwachsinn mit bei, aber so, ich muss doch hier irgendwie das vierte Level schaffen. Das muss doch irgendwie machbar sein. So, can we move a special device on the puller body? Ja, okay. Aber das moved ja immer viel zu weit weg. Na, das ist ja mein Problem. Also prinzipiell, das Ding muss dahin. Das Ding muss... Ach Gott, ich bin auch total bescheuert. Mein Gott.
Ich kann den Kessel ja einfach nach oben packen. Dann hat er ja dauerhaft Strom. Oh, okay, das war schon einfach reichlich bescheuert. Aber das sind so Sachen, da setzt es bei mir einfach völlig aus. Just click on an item, don't drag it, to change its direction. Ah, okay. Fancy. You can now change the direction of already placed items as well. Click on them to try. Alright. Not all items can change direction. Ja, warum auch? Also ich meine, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ja, okay. Hier ist die Source. Dann kommt das hier hin, das pustet dahin. Dann haben wir hier Licht. Was ist das? Ein Electric Heater? Steam Detector. Steam Detector kommt wahrscheinlich dahin. Funktioniert das so? Ach so. Moment. Nein, das war total dumm. Stopp. Das Ding muss natürlich nach hier. Das muss ja den Wasserkitzel, den Wasserkessel erhitzen und dann steigt der Dampf nach oben und ta-da-da-da. Manchmal schnalle auch ich die einfachsten Sachen. This is a pushbot, not a pullerbot. It pushes items forward. Ja, aber auch den kann ich jetzt wechseln. Das ist doch hübsch. So, hier haben wir einen Block. You don't have to get it done at the first try. Play with different items and you'll find out the solution. Good luck. Ach ja, finde ich die raus? Ich sehe das noch nicht. So, ach so, Moment. So, den Kessel. Dann kriegen wir da Strom. Dann... So könnte das Sinn machen, oder? Gucken wir mal. Also Plan ist, das Ding geht an, tropft Wasser hier rein, damit haben wir hier Strom, die beiden Bots fahren vorwärts, schieben das Ding nach hier, schieben den Kessel nach da und dann geht's... Eigentlich könnte das so klappen. Oh, es läuft die ganze Zeit weiter, wie fancy ist das denn? Ja, das funktioniert total gut. Ja, ein Traum in Schleiflack, möchte ich sagen. Blocks cannot stop the flow of electricity. Oh, okay. Ah, Lasers. Sehr schön. Oh, das kann ich nur links, rechts switchen. Okay. Laser feeder absorbs laser through its red optical port and generates power. Alright. So, dann machen wir das doch so. Und so. Und so. Und so. Und so. Und so. Und dann noch so. Und dann sollte das total gehen. Zack, zack, zack. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Na, total. Okay. Nach dem peinlichen vierten Level kriege ich es ja jetzt doch einigermaßen raus. Am Rest könnt ihr gern selber rumknobeln. Den Link zu Electric Box 2 findet ihr in der Videobeschreibung. Ansonsten bedanke ich mich wie immer ganz herzlich fürs Zugucken, wünsche euch noch einen angenehmen Tag und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.